Ja, hi, willkommen, mein Name ist Danny Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play. What? Was? Ich guck nur eine Sekunde weg und der säuft sich hier ein. Was? Jetzt bin ich voll aus dem Ruder. Danny Röpi, grüße euch zurück. Tales of Berseria, genau. Und wir haben in der letzten Folge, wir kommen zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir Helaves. Wo sieht man den Namen nochmal? Helaves. Freigeschaltet. Boah. Der hat mich jetzt voll aus dem Ruder gemacht. Der hat was getrunken und ich bin durch. Ja, gib mir nur eine rein, genau. Der hat einen getrunken und ich werde dadurch betrunken. Ja, so, gut, weiter. Wir müssen so einen Dämonen finden. So, fertig. Ist nicht hier, okay. Ja, da ist so ein Typ namens Dylan oder Dilas oder wie auch immer. Den müssen wir suchen. Sieht aus wie ein Reptil. Den müssen wir töten, weil der ist zum Dämon geworden. Und die machen sich auf eine Suche. Die beiden Typen da machen sich auf eine Suche nach einem Typen, der unser Schiff reparieren kann. Und ja, da war dann noch diese eine Tusse mit dem blonden Haar, deren Namen ich vergessen habe. Alle lieben Exorzisten und so weiter und so fort. So, da ist Robert. So, der hat mich voll aus dem Ruder gemacht, indem er ja was getrunken hat. Hi, na? Daro? Bei uns Boote gerade, nach ne? Midgandoriumまで, Enseki-Yo-Hakobu-Fune-da. Stürger? Enseki-Tanoa, Seelio-Ga-Kai-Hatz-Sta, Atarashi-Bak-Yak-No-Gen-Lio-Da-Na. Sono-Okage-De, Kyo-Ryok-Na-Tai-Ho-Ya-Bak-Dan-Ga-Zukre-Ryo-Ni-Nat-Tan-Da. Bak-Yak? Busso-Ne? Busso-Da-Ga-Hitzio-Na-Mono-Da. Gut. ゴーマもだが、人間の海賊や盗賊も増えてるからな。だがおかげで、遠赤の需要が増えて、エラビーサは豊かになった。雪に閉ざされたこの町が栄えているのは、遠赤あってこそ。文句を言ったら罰が当たるぜ。この船、オートに行くのよね。頼んだら乗せてくれる？そりゃ無理だ。商船組合が業務を止められていて、船は動かせない。それに、 Falls braucht man irgendwie Exorzisten oder Abtei. Alter. Nun gut, wir haben einen weiteren Tag lebend überstanden. Gelobt seien die Abtei und Fürst Artorius. Ja. Er will kurz davor, den irgendwie den Kopf abzuhacken. Gehört raus hier, nehme ich an. Nachher Magilos abgehauen, weil die wollten nicht verschnabulisiert werden von Velvet. Und ja, jetzt haben wir Rokuro im Team, ich natürlich steuern werde für die nächsten Kämpfe, die ja auf uns warten. Außerdem ist er ja noch ein Level niedriger als Velvet und der Charakter, der ja, oh, die respawnen. Der Charakter, der ja die Gegner erledigt, bekommt, glaube ich, die meisten Erfahrungspunkte, wurde so am Anfang gesagt, ne? Also dürfte ich das darauf nicht hinkriegen, ne? Solange ich die Gegner ja alle erledige mit ihm, werden wir schon aufholen, denn Level, ich bin halt nicht so gut. Das unterschiedliche Level sind. Oh, die Namen sind sogar da. Er ist aber kurz vorm Level ab. Was? Keiner zwei Erden sind zum Überschallstoß. Okay. Er war sehr kurz vor dem. Zwei Dämonen in der Kälte. Ja, was ist eigentlich mit seinem Auge, ne? Samui no? Iya. Omae wa heso demo hieru no ka? Betsu ni. Teiu ka, doko miteru wake? Otto, suman. Soui u tsumori wa nakatta. Sou ka. お前はまだ恥じらいとかそういう感情が残ってるんだな。お前はって。じゃああんたは？ああ。人間らしい感覚がだいぶなくなってる。ゴーマってのはそういうもんだと思ってたよ。人間の感覚が消える。それでも俺が俺である根っこは変わらないかな。いや、まあ、そう。 Okay. Aber ich muss mir auf zugeben, er vom Charakter her ist er vollkommen anders, wie ich ihm
im Intro so eingeschätzt hatte. Ah, das habe ich mir geholt. Da kommt er. Nehmen wir mal aus. Kampftutorial. Ja, sehr gut. Seelenbrecher, Rechthaltung mit drei oder mehr Seelen R2. Während der Bereitschaft oder einer Kombo gedrückt halten, um Rechthaltung zu aktivieren. Als zusätzlicher Effekt kann die folgende Kombo nicht abgewehrt werden. Roko verfällt in eine defensive Haltung, der in den nächsten Angriff eines Gegners blocken kann. Und auch durch Drücken von R2 sofort und mit Recherstrafe kontern wird. Okay, dieser Zug kann auch durch Drücken von R2 sofort nach dem Blocken eines Angriffs ausgeführt werden. Ja, ich soll mich auch beide angreifen, ey. Au. Velvet, lass die mal in Ruhe. Okay, sehr gut. Boah, was war das? Und weniger Angriffskraft als Velvet. Ja, ne? Und Velvet setzt schön ihre Dings ein. Sehr gut. Oh, den kaputt. Sehr gut. Nein, ich soll die auch kaputt halten. Aber nur bis ich mehr Fähigkeiten zu lernen, ey. Du kannst KP wiederherstellen, indem du Apfelgelees konsumierst und Heilungsarzt verwendest. Ah, die haben wir nicht. Hier auf K.O. geschlagene KP wieder leben zu können, wird so ein Trank des Lebens. Oder Spezialarzt wie Auferstehung. Am Ende des Kampfes wird jeder K.O. geschlagene KP automatisch mit einem KP wiederbelebt. Ausgezeichnet. Die Anzahl an vorhandenen Seelen beeinflusst vier Dinge. Je mehr Seelen ein Charakter hat, desto mehr Schaden werden Gegner verursachen. Was? Wenn Gegner mir verursachen, wenn ich mehr Seelen habe. Desto höher sind die Chancen, dass Gegner Staatseffekt verursachen. Desto geringer sind die Chancen, Staatseffekt bei Gegner zu verursachen. Seelen können nach erfolgreichen schnellen Schritten auftauchen, weil wenn ein Charakter kaum geschlagen wurde. Du kannst einsammeln, um deine Anzahl an Seelen zu steigern. Den aktiven Charakter wechseln. Möchtest du von L2 oder R2 im Hauptkampfmenü, kannst du den aktiven Charakter wechseln. Während eines Kampfes kannst du L1 und Steuerkreuz, um den Charakter sofort zu wechseln. Kriegsarzt, Rokoros Kampffähigkeit. Okay, Kriegsarzt, schneidende Doppelklingen. Gewonnen hat siegelbasierte Elementarangriffe. Zu wissen, man Rokoros mehrfach treffende Kriegsarzt und seine vielen Elementaren verborgenen Arzt einzusetzen sind, ist der Schlüssel zum Sieg und mit seinen Fähigkeiten. Er hat keine nicht elementare verborgenen Arzt. Daher wirken seine Kriegsarzt am besten bei Gegnern, die für nicht elementare Angriffe anfällig sind. Alles klar. Komm mal her. Ja, ihr seid, ist hier irgendjemand gegen Mist gegen mich. Okay, klar. Ich hab doch Kopf. Ich werde mal X durch die ganzen speziellen Sachen wieder aktivieren. Fuck, nein. Ja. Er wechselt aber nicht in so einem Modus. Bei ihm wird er direkt verbraucht. Ne? Oh, irgendwie broken, finde ich. Guck mal, ja. Ja, ich muss aber aufpassen, wenn ich dann einsetze, ne? Ich werde nicht angriffen, dann ist er natürlich verschwendet. Bernsteingürtel, okay. Das ist natürlich nicht so gut dann. Muss ich also auch schon aufpassen. Warte mal, da muss ich hin. Was, ne? Hallo. Fest. Ja, völlig gegen, ja. Oh, das ist ein starker Angriff. Na, fuck mal auf. Seine verborgene Art sind jetzt aber nicht so gut bisher. Also, seine verborgene Art, ne? Ich hab keine Ahnung. Aber jetzt wird nicht mehr ändern. Ich dachte, er hat so sein R2 Dingen, ja. Wäre vielleicht mir, dass er sein Schwert zieht, aber anscheinend nicht. Oh, ich kann nur zwei Angriffe machen. Verdammt. Wenn mein Ding fehlt. Aber ich brauche unbedingt drei Dinger. Nein, fass die nicht an. So, ich würde aber den Angriff an. Wow. Nein, das war nicht ich. So, sie hat plus 12% bekommen, weil sie ihren letzten Angriff gemacht hat, ne?
Deswegen habe ich andauernd hier mal Bonus gehabt, ne? Weil ich ja sie als einziges gesteuert habe. So, da kommt man, glaube ich, nicht vorbei, ne? Nein. Weiß man ja, es einsammeln und so. Warte mal, ja. Oh, konna basho ni hana ga saiteru. Kenage da na. Prinzessin. Oh, nakanaka miyabi na namae da no. Nehmen wir meine mit, ne? So. Zein tantō no tochi ni tsuita. Hai. Mina junbi o totonoe. Rei no toki o kokoromachi ni shite imasu. Mamo naku. Yoroshiku tanou. Mochiron desu. Anata nara kanarazu nashitogerare masu yo. なさなければならないことをなす。どうした？ベルベット。あ、邪魔しちゃ悪いと思って。遠慮する必要はないだろう。これはお前の姉さんの墓だ。そうだけど、セリカ姉さんが一番好きだったのは兄さんだし、アーサー兄さんが一番お姉ちゃんを愛してたと思うし。 家族に順番なんかあるものか。セリカもお前もライフセットもみんな俺の大切な家族だよ。みんな家族。もうすぐセリカの命日だ。今年も岬に行ってプリンセシアの花を摘んでこないとな。うん、きっとお姉ちゃんも喜ぶよ。 あ、いや。あ、嘘。そういえば、花には花言葉ってのがあるんだよな。こいつのは何て言うんだろうな。裏切りよ。おお。わし。お、Geld. Okay, müssen wir da rein? Nee, da unten ist ein Stern. Was ist das denn hier? Was? Also rein. Ruin von Fallies, nördlicher Kontrollpunkt. Hier schon wieder an Orte, in denen ich gar nicht hin soll. Ah, ja, da gehen wir nicht hin. Nur sind Exorzisten, I'm out of this. Irgendwas wollte ich nur ansprechen, aber es ist mir jetzt wieder entgangen. Ach ja, wie? Wie ist das eigentlich hier, nachdem Afa, ich nenne ihn trotzdem Afa, als er die hat später in diese komische Rückblende angefangen, als wir Velvet und Lafayette als Kinder gesehen haben. Und ein paar Minuten später haben wir ja gesehen, doch, ich hab doch mal zwei, durch den Zeitraum. Dann haben wir nur gesehen, wie die beiden weggerannt sind, ne? Mit Artorias, ich hab doch Artorias gesagt. Und dann hat man ja das gleiche gesehen, was er später mit Lafayette gemacht hat, ne? Wie hat er sich eigentlich daraus geredet? Ich meine, Velvet hat doch gesehen, was mit ihrer Schwester passiert ist. Ihre Schwester wurde ja auch irgendwie aufgespießt und so, ne? Meine Frage ist jetzt, wie hat Artorias sich da ausgeredet? Ich meine, der hat doch genau gleich gemacht wie damals, wie später mit Lafayette. Also hat die sich einfach nur gedacht, das war jemand anders und die hat nicht gesehen, wie er das gemacht hat und hat dann direkt geschlussfolgert, dass er es nicht gewesen ist oder so, oder wie ist das jetzt passiert? Ich verstehe das nicht so. Ich meine, die müsste auch schon sofort irgendwie Verdacht geschöpft haben, dass irgendwas nicht stimmt. Seht ihr, was ich meine? Darf ich da wieder irgendwas nicht verstanden? Ja, wisst ihr, was ich meine, ne?
Ach ja, übrigens, das ist mir auch noch nicht eingefallen. Wo erkenne ich, wie viele Dinger ich hier bekomme? Ja, Meisterfertigkeiten. Ich habe jetzt fremdartige Dolch, habe ich 5. Er hat jetzt mit allen 5. Heißt, er hat 5 Kämpfe oder 5 Gegner. Da stehen irgendwo die Punkte. Ich muss versuchen, das Spiel zu analysieren. Ja. Nur dann verstehe ich auch irgendwann, wie es funktioniert. Oh. Elders Sports Online ist das hier. Ich greife jetzt Feuer an und gehe dann auf. Ich komme schon von Kette. Auch Velvet. Ja, irgendwie steht nirgends so ein Ding, ne? Ich nehme an, Kämpfe oder wie? 6 Kämpfe. Kämpfe. Sagen wir, es sind Kämpfe, ne? Neuer Titel, die Ergebene. Oh, cool. Wodurch? Spielzeit, ah, okay. Dann haben wir jetzt einige Kämpferinnen. Verringert die SG-Kosten von Arts. Basieren auf ihre Sternstufe. Das ist nicht schlecht. Von Kriegsart zum 1 und 2 und den Schaden von verborgenen Arts 0,8. Von Arts basierenden geht irgendwie nicht weiter. SG-Kosten von Arts basieren auf ihre Sternen. Wer ging ist da? Blutige Stiefel oder das hier? Da wir noch keine Heiler haben, würde ich erstmal das behalten. Wir AP bekommen, nachdem wir den Kampf beenden. Alter! Wer bist du denn gewesen? Warum sollte ich da in der Kombo einsetzen? Ich weiß, ich spam ein bisschen diesen Angriff, aber auch nicht. Okay. Ach, man dreht sich dann. Man dreht hier also den Balken da unten einmal in Richtung. Sehr gut. Ach, komm her. Ha! Ja, da so. Gott, die ist aber schnell auf mich zugekommen. So, weiter. Wir müssen ja noch hier einen Ex-Mann erledigen. Ich habe jetzt hier wieder nichts erreicht bisher. Da bin ich mir halt nur einmal, läuft der echt ein bisschen langsamer als. Oh Gott, das Viech. Du ist jetzt gleich wieder voll auf mich los, ne? Weg. Ist nichts gesehen. Ich bin nicht der Samurai, den du suchst. Nicht das Bild oder habe ich das Ding jetzt nicht? Doch, wieder ist ein Dorf, ist noch ein Dorf. Wir kommen gerade von Dorf. Ich dachte jetzt hier schnell ein Dings finden und fertig. Oh, hi. Dich kann ich aus dem Intro. Ich verstehe deine Rolle noch nicht so. Masaka Dairuma. Chigau wa. Tokage no Gouma janai. Nande naiteru no? Kore wa genjitsu o kamishimete ita dake desu. Henkyou de wa imada Gouma no higai ga taenai. Sore wa seiryou ga keibi o hōki shite iru sei desu. Zenikyo o mamoru senryoku ga nai no mo jijitsu. 辺境に住むのが清涼の規則に沿わない人々なのも事実。非常な決断であることは分かっています。でも、これが今最善の断りなのです。私に言い訳されても。言い訳では。清涼巡査官、一等隊まし、エレノア・ヒュームです。ご用件は。ヘラビーサで人を殺して逃げたゴーマの話を聞いたんだけど。 商船組合の事件ですね。私も聞き込みをしましたが、まだ手がかりは。そう。ご安心ください。非道なゴーマは我らが必ず打ち果たします。
Okay. タイマシの人、帰った？おう、帰った。よかった。これで食べられない。食べられる？知らないよ。ゴーマのことなんか何にも。頼む、教えてくれ。誰にも言わないから。北の洞窟にトカゲのゴーマがいるの。このこと喋ったら村のみんなを食べちゃうって。絶対言っちゃダメだよ。これあげるから。わかった。約束だ。北の洞窟か。しかし意外にタイマ氏は信頼されてないんだな。うん、なかなかうまい。そんなに腹減ってたのか。死ぬ。何の味も。Okay. 手がかりはできたわ。Birdsley. Ach so, hier sind wir. Er tritt sich wieder ein. No, Abteilinspektor irgendwas. 王国の各地を回って、ゴーマ対策の状況を確認したり、タイマ氏たちの行動を改めたりする精鋭らしい。いわゆる憲兵みたいなものだな。民衆にあれこれ我慢を強いてる以上、自分たちにも裏がないことをアピールしたいんだろう。そんなのを置いてる時点で白じゃないって言ってるようなものでしょ。逆にそっちの方が誠実って考え方もある。理想だけじゃ世界は変えられないからな。だから泣いたんじゃないか。志の高い巡察官殿は。そうね、いかにもって感じだったわ。ま、女の涙ってのは簡単に信じるもんじゃないかな。うん、ただの一般論さ。Hm. Okay. Ja, wie gesagt, ihre Rolle. Weiß ich nicht. Vielleicht, ich glaube, sie ist einer der Hauptcharaktere, aber man sieht sie auch irgendwie im Intro gegen Velvet kämpfen, also. Komisch. Wir sehen jemanden von den Echsendämonen in der Höhle. Ganz toll versprochen, wird auch nicht gebrochen, ja? Wenn wir nach Hellawis gehen. Können wir niemandem sagen, dass wir aus diesem Dorf sind, sonst verfolgen sie uns. Auch noch ein Jack. Bipana Yakuda! Nakanaka Aikyo no aru kao shiteru ne. Kao, chikazuke nai hou ga ii wa yo. Oh? Nande da? Hat Geräusch. Kusso! So naru kara. Yaku wa tabeta mono o hansuu shinagara shouka suru doubutsu de na. むちゃくちゃ臭いゲップをするんだよ。牛やヤギと同じ。家畜を飼ってたら常識よ。よく理解した。二度と反すしたくない臭さだ。Du grillst halt eine Seele. Dieses Geräusch. So was früher Schwefel verkauft, der aus der Höhle im Norden stammt. Jetzt läuft der Handel stattdessen bei Hellabes und bei uns tut so gut wie nichts mehr. Wir können nur noch Kohle herstellen und Jacks züchten. Und Gold. Außerdem, als ich die Rothaarige zum ersten Mal gesehen habe im Intro, ist mir direkt in den Sinn gekommen, dass hier dieser eine aus dem Dorf ist. Ich glaube, Nico ist die, ne? Die sich in Velvet verliebt hat, hier so zu Blinksamulett. Wenn sie ein Junge wäre, ist schon diese spezielle Beziehung zueinander haben. Regeln und Befehle ergeben keinen Sinn. Ja, ich habe für mein krankes Kind Medizin gestohlen. Welches Erdteil würde das nicht, wenn sein Kind sich von Schmerzen und den Toten heißt? Ist das wirklich Verbrechen, das mit Verbannung bestraft werden sollte? Deswegen dachte ich erst, das wäre die Nico, aber keiner von den beiden macht irgendwie so ein. Diesmal nichts bekommen, was? Aber kein von denen hat irgendwie ja so, weil nicht gesagt, hey, du bist doch Velvet oder hey, du bist doch Nico. So scheint er doch nicht
irgendwie miteinander zusammen zeigen, irgendwie. Aber dachte ich, als erst mal die gesehen habe. Ich habe in diesem Fall echt nichts erreicht, glaube ich. Und da wird so ein Trend in dem Spiel, ne? 今の世界に捨てられたものたちの村だからな。清涼の管理が及んでいないってことか。秩序を乱した罰は追放ってわけ。そうだ。最も清涼は断りと呼ぶだろうかな。あのエレノアって大魔師もそう言ってたな。降臨の日以来姿を現した大魔師たちはあふれたゴーマを制し人間の世界を取り戻したというが、ゴーマ病は変わらず広がり続けている。 実際に治安が保たれているのは限られた大都市部だけだ。守るべき人間に対して大魔師の数が足りないのだ。苦戦中に味方の足を引っ張るやつは切り捨てる。なるほど。断りだな。そうだろうが、情が無さすぎる。清涼は万事それだ。人間は家畜でも機械でもない。だから、わしのように望んでこの村に来た者もいるのさ。 Du magst mir fremd sein, aber ich werde dich deswegen nicht schlecht behandeln. Dann war ich nicht besser als die Abtei. Hui. Sag das mal in Hella W. In Hella W ist. Dann vergöttern die alle die Abtei. Ich wollte mit einem Freund in die Höhle Teer herstellen. Wir haben 8 Jahre an dem Plan gearbeitet. Nun, Lady Theresa hat uns das gründlich vermasselt, hat einfach gesagt, dass es unnötig wäre, und das war's. Warum mischt sich die Abtei in unsere Angelegenheiten ein? Das ist wirklich eine Schande. Ich weiß, dass es frustrierend ist, aber es ist besser, den Mund zu halten. Ihr wisst ja, wie viel Wert sie auf Ordnung legen. Na, da geht's schon wieder woanders hin. Ich nehme an, die Höhle, wo ich vorhin war, da müssen wir hin, ne? Ich dachte erst, hier wäre direkt eine Höhle oder so, aber... scheint nicht. Na, gucken wir mal, wo wir da gleich rauskommen. Waffenhändler. Ja. Okay, das Waffenlevel wird weiter hier behalten. Ausgezeichnet. Ach ja, ich habe den Talisman bekommen, genau. Aber nützt mir ja nichts. Ich muss ja erstmal die ganzen Sachen hier leveln. Ah, dann noch bei 3 oder weniger KP. Nee, das ist jetzt noch nicht so wichtig. Irgendwas hier, das habe ich noch nicht. Eine Weste, doch, habe ich schon. Nee, habe ich nicht. Natürlich Weste. Die hat sogar mehr. Ach, die hat Dingens, okay. Auch dann einfach. Wow, das hat wenig gegeben. Die habe ich auch noch nicht. Hermit. Wahrscheinlich bekommen wir die irgendwann so im Laufe der Zeit, aber was soll's. Fokus, Kapitel schon mal Sieg war Gegner, ja. So, Taverne, da können wir vielleicht noch übernachten kurz. Und dieser Dill ist wirklich ein Schuft von einem Sohn. Er ist losgezogen, um sein Glück zu machen. Und was ist aus ihm geworden? Ein Mörder. Dieser arme alte Mann ist immer noch davon überzeugt, dass er irgendwann zurückkommt. Vergiss es, ich habe ihn aufgegeben. Aber dieses Dorf, wir haben im Schweiß unseres Angesichts errichtet. Ich werde es nicht der Abtei überlassen, egal was sie sagen. Der Eleanor ist eine seltsame Exorzistin. Wir sind hier gegen die Abtei und sie kommt trotzdem und stellt uns diese ganzen super ernsten Fragen. Ich glaube nicht, dass sie ein schlechter Mensch ist, aber sie wird nicht lange leben, wenn sie sich nicht schlauer vorgeht. Ja. Wo ist das? Hier ist ein Speicherpunkt, der kommt, glaube ich, gerufen. Das war ein Ausrufezeichen. Wenn damit irgendwie angezeigt hat, hier ein Skit ist. Ja. よし、今のはなかなかいい立ち筋だった。明日はもっと早くだな。 Ja, ne, was hat es mit diesem Auge überhaupt auf sich? Wird das irgendwann noch so, weiß ich nicht, ein Ding sein? Natürlich wird das irgendwann erklärt, aber
Ohne Jacke. So perfekt hier für diese. Ach man. Ich dachte so komplett oben ohne. Hört sich ein Freimann sogar noch freier. So mitten im, wir sind ja so im Schnee, dann hätte ich ihn direkt ohne so bauchfrei umlaufen lassen. So, was? Da. Ja. Nochmal zur Sicherheit. Ich hab's ja. Okay. Es geht, werden ein paar Ausrufezeichen in den Gasthäusern angezeigt. Das finde ich schon mal sehr gut. Dann weiß ich nämlich, wenn ich hier Geld verschwende oder nicht. Aber hier scheint man auch keine Sachen herzustellen, zu essen. Ja, dann was ist überhaupt mit Essen? Das ist bisher das erste Tales-Off-Spiel, wo ich noch kein Essen gesehen habe, bis jetzt. Muss ja auch noch mal irgendwann gucken, ne? Gut, dann. Ich würde sagen, wir haben heute genug erledigt. Eigentlich haben wir fast gar nichts erreicht. Aber hoffentlich werden wir in der nächsten Part diesen Ex-Typen hier finden in der Höhle. Und dann sage ich. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Berseria. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.